und herzlich willkommen bei Lehrer Schmidt. Wir machen heute wieder zusammen Mathematik. Wir sind bei der Wiederholung für die 9. Klasse. Das heißt, wir schauen uns die Basics an. Und all diese Dinge, die ich dir zeige oder die du eben vorrechnen sollst, die solltest du schon kennen. Es ist also reine Wiederholung, sowas wie ein kleines Warm-up. So, hier geht's los. Auf der ersten Seite siehst du zwei Gleichungen und ich möchte, dass du mir einmal den Wert für x ausrechnest. Du drückst jetzt auf Stopp. Und dann legst du los und wenn du fertig bist, dann drückst du wieder auf Play. Auf geht's. So, schauen wir uns das Ergebnis an. Also 5x plus 20 gleich 35. Ich schreibe es hier nochmal hin. 5x plus 20 gleich 35. So, Strategie ist, x soll alleine auf eine Seite. Also kommt plus 20 weg. Es ist eine Gleichung. Ich mache das Gegenteilige, also minus 20. Dann steht hier 5x, auf dieser Seite steht 35 minus 20, das sind 15. Nun weiß ich, was 5x ist, ich möchte aber wissen, was x ist, also noch geteilt durch 5, auf dieser Seite geteilt durch 5 und 15 geteilt durch 5 ist 3. Und dann habe ich die erste Aufgabe fertig. So, zweite Aufgabe, hier kann man erst, wenn man möchte, mit Farbe arbeiten. Hier ist die Sorte x, die zusammengehört und hier ist was ohne. Das heißt, das fassen wir zusammen. 6x plus 2x sind 8x und 8 plus 8 minus 10 sind minus 2 gleich 14. Dann sieht das schon viel einfacher aus. X soll wieder alleine sein, also rechne ich, hier steht minus 2 plus 2, dann steht hier 8x gleich 14 plus 2 sind 16. Nun will ich wissen, was x ist, also geteilt durch 8, x gleich 2. Und schon bin ich fertig. Die ersten zwei Aufgaben haben wir geschafft. So, wir wechseln das Thema, weiter geht's. So, dieses Mal ein bisschen Flächenberechnung. Also rechne mir kurz die Fläche aus. Hier einmal Quadrat, einmal Dreieck. Ich will nur die Fläche haben. Okay, drück auf Stopp und auf geht's. So, wir wollen berechnen und ihr habt mal gelernt, zuerst schreiben wir die Formel auf. Bei mir müssen die Schüler die Formel immer in Rot hinschreiben, nur damit man sich gut daran erinnern kann. Und dann geht's los. A mal A, klar. Also 4 cm mal 4 cm. Ich finde es super, wenn man die Maßeinheiten mitschreibt. Warum? Weil das dann mit der Lösung viel einfacher ist. Wir rechnen nämlich 4 mal 4, das ist 16. Und jetzt Zentimeter mal Zentimeter, das ist Zentimeter hoch 2. Und wenn man die Maßeinheiten mitschreibt, macht man keine Fehler bei den Maßeinheiten. So, was ist das hier? Das ist ein Dreieck. Und die Formel lautet G mal H durch 2. Wenn ihr gelernt habt, A mal B durch 2 ist das gleiche. Okay, also setzen wir ein. G, Grundseite 7 cm mal die Höhe 4 cm. Wieder mit Maßeinheiten. Das Ganze geteilt durch 2. Das schaffen wir. Also 7 mal 4 sind 28. Zentimeter mal Zentimeter sind Zentimeter hoch 2. Und 28 Quadratzentimeter geteilt durch 2 sind 14 Quadratzentimeter. Man kann auch zuerst rechnen. 7 mal 4 sind 28, geteilt durch 2 sind 14 Zentimeter mal Zentimeter sind Quadratzentimeter. So, nur ganz nebenbei, mein kleiner Versprecher gerade, man kann natürlich auch einfach vorher kürzen und dann rechnet man einfach 7 mal 2. Ne? Das wollte ich damit noch gesagt haben. Okay, haben wir das auch geschafft? Eins habe ich noch. So, zum Schluss noch einmal Fläche und einmal Volumen. Drück nun wieder auf Stopp und auf geht's. Also, die Fläche vom Kreis, die Formel muss man kennen, das ist Pi mal R Quadrat. Und jetzt müssen wir nur noch einsetzen. Das ist Pi mal, Klammer auf, 2 cm, Klammer zu, zum Quadrat. Warum die Klammer? Weil wir sowohl die Zahl als auch die Maßeinheit quadrieren. Ne? Wir machen es lieber ordentlich. So, Taschenrechner raus. Pi mal 2 hoch 2. Und
Das sind 12,57. Also A gleich 12,57 und dann hier Zentimeter mal Zentimeter, also Zentimeter hoch 2. So, kleiner Hinweis, ich runde auf zwei Stellen nach dem Komma, nur dass das klar ist. So, letzte Aufgabe für dieses Video, das Volumen von diesem Quader bitte einmal berechnen. Okay, also die Formel lautet A mal B mal C und dann setzen wir ein 8 cm mal 4 cm mal 4 cm. Ist die Reihenfolge egal? Ja, ist sie. Okay, auf geht's. Was rechnen wir? 8 mal 4 sind 32. 32 mal 4 sind 64 mal 2 sind 128. Wer das nicht im Kopf kann, macht eine Nebenrechnung, ist überhaupt kein Problem. Zentimeter mal Zentimeter mal Zentimeter macht Zentimeter hoch 3. Und das ist wieder ein schönes Beispiel dafür, warum wir die Maßeinheiten immer mitschreiben. So, ich hoffe, das Gehirnjogging war bei dir erfolgreich. Das war es für dieses Video. Im nächsten Video schauen wir uns dann den nächsten Teilbereich der Wiederholung an. Okay, das war's.